So, genau. Also, herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Ja, es wird heute eine Stunde um den World Cleanup Day gehen. Es ist eine Infoveranstaltung, die einfach dazu da sein soll, die Kreissportbünde als auch die Stadtsportbünde, Vereine dahingehend aufzustellen, was dahinter sich verbirgt überhaupt, wie man so mit so einer Veranstaltung auch in Sachen Nachhaltigkeit das erste Statement seines Vereins setzen kann und es als gleichzeitig als ja, gemeinschaftliche Aktion einen Tag verbringen kann und dabei was Gutes tut, nicht nur für die Gemeinschaft, nicht nur für den Verein, sondern auch ja, letztendlich für die Umwelt, für ja, das Thema Nachhaltigkeit. Es ist so, dass wir hier heute zwei Herren zu Gast haben, den Holger Holland, hallo, und den Matthias Rindt. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ich würde auch gleich beginnen, damit wir nicht viel Zeit ja, hier vertrödeln. Und zwar mit dem Herrn Holland. Genau, Sie sind leidenschaftlicher Skifahrer und Mountainbiker, so wie ich das in meinen Recherchen gelesen habe. Und damit auch ein naturverbundener Sportler. Und ich denke da sicherlich auch die Euphorie her, diese auch weiterhin aufrechtzuerhalten und dafür nutzen zu können. Dazu sind Sie Gründer von dem World Cleanup Day hier in Deutschland. Und deswegen ja, freut es mich umso mehr, dass Sie dann auch aus erster Hand hier berichten können. Deswegen würde ich direkt das Wort an Sie auch jetzt weitergeben und ja, bin gespannt, was es zu erzählen gibt darüber. Schauen wir mal, Frau Scholz. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung zum heutigen Abend und die Gelegenheit, den World Cleanup Day hier vorzustellen in Thüringen. Ergänzen vielleicht noch zu den Worten Mountainbiker, Skifahrer, vor allen Dingen auch Thüringer. Und das ist mir eine besondere Freude, auch das natürlich hier in dem Auditorium hier in Thüringen bekannt zu geben. Und auch, da bin ich schon im Verein. Der Verein hat seit 2018 auch den Sitz in Thüringen. Also wir rollen das bundesweite Projekt aus Thüringen heraus aus. Letztes Jahr knapp 200.000 Teilnehmer in Deutschland in 800 Kommunen. Schönes Projekt. Vielleicht ergänzend noch zu dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir adressieren auch und als langjähriges Mitglied auch in Sportvereinen, auch Vorstandsmitglied im, wie soll es auch anders sein, in einem Wintersportverein. Wie soll es auch anders sein? Ich komme aus Oberhof. Also ist das auch Oberhof. Ist das Thema natürlich Mitgliedergewinnung und Mitgliederaktivierung eines der wichtigsten Themen, die uns auch in den Sportvereinen umtreibt. Und wie macht man das? Und da ist tatsächlich ein World Cleanup Day ein Sauberkeitstag, aber eben auch ein Thema, womit man Bewusstsein generieren kann und was vor allen Dingen, was für die Sportvereine eben relevant ist, wo man auch nach außen treten kann mit einem gewissen Newswert. Das Thema ist gerne durch die Presse aufgenommen. Das Thema ist super gerne aufgenommen durch Kinder, Jugendliche, Schüler. Das, wo wir genau als Sportvereine ja auch unsere Mitglieder aktivieren und gewinnen können. Und genau da setzt das ganze Thema an. Wo kommt der World Cleanup Day eigentlich her? Was ist Let's Do Germany? Dazu ein paar Worte. Der erste World Cleanup Day, so wie wir ihn kennen, wurde 2018 organisiert von einem Movement, nennt sich Let's Do It World, mit Sitz in Estland. Von da geht seit 2008, die Geschichte ist schon ein bisschen älter, gehen Cleanups um die Welt. Aber eben zum ersten Mal gemeinsam haben wir das gemacht 2018. Wir haben dann, also wie machen wir das jedes Jahr am dritten Samstag im September? Na, wir fangen in Neuseeland an um 10 Uhr und dann rollt diese Welle der Cleanups einmal um die Erde. Und nach 24 Stunden sind wir sozusagen, hier sehen wir den Slide auch dazu, nach 24 Stunden auf Hawaii ist dann die Geschichte vorbei. Und das ist natürlich der Impact oder wie man sagen will, der Effekt, den wir eben auch nutzen können. Man macht auf einmal das kleine Oberhof oder eben auch, wir werden nachher noch ein bisschen was aus Jena hören, aus anderen Regionen in Thüringen, auf einmal ist man bei einer Sache dabei, die auf der ganzen Welt passiert. Und auf einmal erkennt man den auch Zusammenhang, und das ist das, was wir bei den Kindern sehen, was wir aber auch bei den Erwachsenen sehen, den Zusammenhang, dass das Tun von uns jedem einfach wichtig ist, etwas zu verändern, dass wir auch die Möglichkeit haben, was zu verändern und dass auch die kleinen Sachen zählen. Und auf einmal sind wir auch wieder in der ganzen Thematik von Sportvereinen, Mitgliedergewinnung, Aktivierung, das Miteinander fördern. All das spielt sich hier dann eben global ab. Und wenn ich weiß, ich gehe an diesem Tag raus und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, nun ja, dann bin ich mit Millionen, und das ist wirklich Millionen. Wir hatten letztes Jahr 14 Millionen Teilnehmer in, und das sage und schreibe, 191 Ländern.
Das ist so knapp unterhalb der Vereinten Nationen. Die haben nämlich 105 oder so, oder 195 Länder, die dabei sind. Das ist schon zivilgesellschaftliches Engagement. Und auch da sind wir wieder der Sportverein. Die gesamte Struktur, die gesamte Organisation, der gesamte Aktionstag wird getragen durch die Zivilgesellschaft. Alles Ehrenamt, getragen, genau wie unsere Sportvereine, die ein wichtiges Rückgrat unserer Nation sind, auch in Zeiten von Pandemie etc. pp. Haben wir gesehen, wie dennoch wichtig also Sportvereine auch sind. Und gerade auch danach, jetzt gerade in den letzten Wochen, sehen wir ja auch wieder, wie das wieder aufblüht. Aber dennoch haben wir ein Problem und das sind Mitglieder, aktive vor allen Dingen Mitglieder, die auch wieder mit vorangehen. Und da setzt eben auch WorkNAP.de an. Das Thema ist aufgegriffen von Schülern, genau in unserer Zielgruppe, wenn man mal in diesem Wort arbeiten will. Einfach super Geschichte. Was ist unser Ziel hinten heraus? Wir wollen 5% der Gesellschaft, der Weltbevölkerung aktivieren. Das wären weltweit 400 Millionen Teilnehmer. Das ist immer noch ein bisschen weg. Teilnehmerzahlen in Deutschland, 200.000 Teilnehmer in über 800 Kommunen. Ich hatte es schon mal gesagt, zeigt also auch, das Thema ist auch in Deutschland angekommen. Und man glaubt es nicht, auch wir finden es überall Dreck. Ich komme heute, war heute in Nordhausen am Humboldt-Gymnasium. Wir haben unser Bildungsprojekt gestartet. WorkNAP.de macht Schule, was auch aus Thüringen heraus jetzt bundesweit ausgerollt wird. Und ja, obwohl die Stadtwerke kurz vorher durch den Park durchgelaufen sind, hat jeder von den Kids noch ca. 1,5 Kilo, also am Schluss waren das irgendwie 30 Kilo, immer noch aus dem Park gezogen, also aus dem Park. Das sind halt eben Zigarettenstummel und diese Kleinigkeiten, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Also, das Thema ist da, es ist auch um den Vereinssitz herum, in der Schule um die Ecke, vielleicht auch das Unternehmen, was nebenan den Sitz hat. Also gemeinsam kann man an dem Aktionstag einiges bewegen. Und wie das funktioniert, ich glaube, dazu kann Antje, unsere Teamleiterin aus Thüringen, einiges mehr sagen. Danke, Holger. Ich starte jetzt erstmal den Film zu 2021, also aus dem letzten Jahr. Ein weltweiter Blick, wie viele, viele Freiwillige zusammen die Welt aufräumen. 2021 was a record year for World Cleanup Day. People from 191 countries turned up to clean nature and communities. Millions of people from all walks of life said, enough of environmental doom. We collected cigarette butts, plastic litter, engaged in digital and physical cleanups, collected and counted, sorted, composted, and recycled waste. Change for the better happens through the people, and the people showed up. From the beaches of Brazil to the mountain ranges of Nepal, from the streets of Paris to the parks in Hong Kong, from the bottom of the sea in Mauritius to the streets in Georgia, we are committed to the waste-free future of our planet. Do not miss out on World Cleanup Day in 2022. Join us on the 17th of September. Ja, also das waren die Eindrücke vom letzten World Cleanup Day. Hier sind meine Kontaktdaten, wer mich erreichen will, unter antje.merzwey@worldcleanupday.de. Ich bin also Teamleiterin Thüringen geworden, bin auch schon seit 2018 dabei und hier haben wir jetzt nochmal die Zahlen, Daten, Fakten, die der Holger eben schon erwähnt hat. Also 14 Millionen Teilnehmer trotz Corona. Das Ergebnis in Deutschland, 200.000 Teilnehmer, 3.200 Cleanups in 800 Kommunen. Und wir haben natürlich auch ehrgeizige Ziele. Wir wollen gerne diese Zahlen verdoppeln in 2022. Also 30 Millionen Teilnehmer und für Deutschland 400.000 Teilnehmer, 7.000 Cleanups in 1.600 Kommunen. Für Thüringen kann ich noch Zahlen nachliefern. Also wir waren 10.000 Teilnehmer. Und auch da möchten wir gerne unsere Zahlen verdoppeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wenn die Vereine auch mit im Boot sind, die Schulen mit im Boot sind, dass wir da gute Chancen haben. Ich zeige jetzt nochmal den Erklärfilm für Deutschland. Ein Tag, ein Ziel, die ganze Welt. Am 17. September 2022 ist World Cleanup Day. 2021 haben 14 Millionen Menschen in 191 Ländern teilgenommen. Werde auch du Teil einer der am schnellsten wachsenden Bürgerbewegungen unserer Zeit.
Gemeinsam haben wir die Kraft, etwas zu verändern. Machen wir die Welt zu einem saubereren Ort. Mit einer Wirtschaft, die nachhaltig erfolgreich ist. Trag dazu bei, dass Deutschland Teil dieser globalen Aktion ist. Wir räumen die Welt auf, an nur einem Tag. Und das ist erst der Anfang. www.worldcleanupday.de. Uns erreichen immer Fragen, was das überhaupt ist. Und wir haben hier versucht, ein paar dieser Fragen mal zusammenzustellen, die vielleicht auch für euch interessant sind. Also wann ist der World Cleanup Day? Der ist immer am dritten Samstag im September. Also oft werden wir gefragt, wann ist er denn dieses Jahr? Selber im Kalender, ein Blick reicht. Immer am dritten Samstag im September wird aufgeräumt. Worum geht es? Wir beseitigen also achtlos weggeworfene Müll aus unserer Umwelt. Was ist das Ziel? Wir wollen gemeinsam am World Cleanup Day ein Zeichen gegen die zunehmende Vermüllung unseres Planeten setzen. Jetzt kommt ihr, wenn ihr dabei sein wollt, registriert euch bitte. Wir haben eure Anmeldungsseite auf unserer World Cleanup Day Seite. Einfach Aktion anmelden, dann bekommt ihr ein kleines Fähnchen auf unserer Deutschlandkarte. Wir können euren Cleanup öffentlich teilen über unsere Social-Media-Kanäle. Also schafft das auch gute Aktionen bei euch im Verein. Was braucht ihr? Ihr braucht nur Müllbeutel oder Eimer und Handschuhe, eventuell noch einen Müllgreifer oder eine Warnweste, damit ihr auch beim Cleanup gesehen werdet. Gerne auch in unserem Partnershop bei WCD Shirtschleuder. Wohin mit dem Müll? Fragt im Rathaus, in der Stadtverwaltung oder beim Abfallverband in eurer Nähe nach. Es wäre dumm, wenn ihr dann auf dem Müll sitzen bleibt. Also klärt das bitte vorher ab. Wie findet ihr Mitstreiter? Sprecht darüber natürlich und veröffentlicht eure Aktion auf eurer Homepage, in der lokalen Presse und auf Social Media mit dem Hashtag World Cleanup Day. Was ganz wichtig ist, damit ihr auch in den weltweiten Zahlen reinfließt, meldet eure Teilnehmerzahlen, meldet eure gesammelte Menge Müll über den Müllmeldebogen. Geht online, ganz easy, nur ein paar Zahlen eintippen und schon seid ihr mit dabei. Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung. Macht also mit. Und ich übergebe jetzt an den Thomas Löffler. Vielen Dank, Antje. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Ich habe bis vor ein paar Monaten noch beim Thüringer Handballverband gearbeitet. Arbeite jetzt seit kurzem beim Hessischen Handballverband und ich habe damals bei meiner Zeit mir Gedanken darüber gemacht, wie kann man auch als Handballverband quasi Nachhaltigkeit einbringen, Nachhaltigkeit im Sport und wie kann man vor allen Dingen auch die Vereine mit involvieren, was ja auch sehr wichtig ist. Und dann, was jetzt auf der nächsten Folie habe ich mal so einen Überblick dargebracht. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit im Management von Sportvereinen? Was ist das? Ist quasi, da ist der Bereich Ökologie ein ganz wichtiger Aspekt natürlich. Und da ist es sinnvoll, auch jetzt aus Verbandssicht, dass man das natürlich auch schon etwas implementiert, dieses Thema Nachhaltigkeit im Verband, dass es quasi dann auch mehr Früchte noch trägt natürlich, wenn ich dann sozusagen das auch ausrollen will. Geht natürlich für Vereine dann genauso. Auf der nächsten Folie sieht man dann sozusagen, wie jetzt, man muss sich natürlich Gedanken machen, wie können wir das auch weiter transportieren sozusagen, wenn wir davon auch überzeugt sind, wir wollen das machen, auch als Verband, diese tolle Geschichte, dann ist wichtig natürlich, dass man vor allen Dingen alle Medien verwendet, die man hat, sei es Webseite, Sozialmedien, Facebook, Instagram, sich genau überlegt, was poste ich da jetzt am besten und auch vor allen Dingen den Mehrwert herausarbeitet, ist doch oft noch, gerade jetzt zum Beispiel, wenn man im Sport tätig ist, sagt man oft, ja, was hat jetzt Handball und Umwelt jetzt erstmal da miteinander zu tun? Da ist jetzt oft im sozialen Bereich noch näher die Verbindung als zu dem Thema. Und das haben wir dann auch als Verband rausgearbeitet.
Und dann zum Beispiel jetzt auch neben Medien auch auf einem Symposium des Thüringer Handballverbandes vorgestellt, den World Cleanup Day. Da war auch Holger Holland und Matthias Rindt mit dabei vom HPV Jena 90. Und als nächsten Schritt sozusagen ist es quasi dann wichtig, dass man diesen Mehrwert herausarbeitet und sagt, also wurde klang ja vorher bei Holger Holland auch schon an, wichtig ist es, wichtig für die Förderung der Engagemententwicklung, aber natürlich auch für die Mitgliederentwicklung. Es ist einfach, ich kann meine Sponsoren und Partner super einbinden, dann natürlich auch, was oft im Sport vielleicht noch etwas zu kurz kommt, dass man auch sagt, man möchte innovativ werden sozusagen und auch die Randthemen, wo es vielleicht erstmal im Sport das Thema Umwelt bzw. Ökologie noch nicht ganz so jetzt im Vordergrund teilweise ist, vielleicht bei in gewissen Aspekten das mehr fördern und natürlich auch, ich fand auch oder wir fanden es auch eine tolle Geschichte, um ja neue Netzwerke zu schaffen. Einfach, ich kann viel mehr Leute dann auch wieder ansprechen und stoße wieder auf neue Leute, wenn ich mich quasi über den Sport hinaus bewege sozusagen. Das heißt, also wir hatten auch als Thüringer Handballverband den Slogan mehr als nur Handball. Das heißt also, dass wir eben sagen, Thema auch Ökologie, auch Thema, wenn wir das Thema Bildung weiter voranbringen, auch im Hochschulbereich zum Beispiel, aber das würde jetzt zu weit greifen. Wir sind ja im Bereich Umweltakt hier beim Thema. Das ist so, wo für uns wichtig war und auch kann auch nochmal da sehr stark appellieren. Es ist wirklich eine tolle Geschichte für Verbände, auch dieses Thema auch vor allen Dingen an die Vereine auch weiterzutragen und sich da wirklich tatkräftig zu engagieren, weil es ja einfach auch ja ganz wichtig ist. Dann möchte ich jetzt gerne zu Matthias Rindt weitergeben, auch der jetzt auch uns berichten wird aus der Praxis sozusagen, wie ein Verein der HBV Jena 90 diesen World Cleanup Day vor Ort umgesetzt hat. Ja, hallo, schönen guten Abend. Matthias Rindt aus Jena, Präsident des HBV Jena 90. Wir sind ein Handballverein oder wir sind der Handballverein in Jena. 450 Mitglieder. Wir bespielen mit 20 Mannschaften in Jena. 3, 4, 5 verschiedene Hallen sind in Thüringen unterwegs und sind aber auch in Mitteldeutschland beziehungsweise mittlerweile auch in ganz Ostdeutschland mit unseren Mannschaften unterwegs. Im Februar 2019 hat der THV ein Symposium durchgeführt in Erfurt. Organisation weitestgehend von Thomas hat da sehr schöne neue Ideen reingebracht. Wir hatten viele Kontakte zu anderen Vereinen. Wir hatten eine schöne Veranstaltung und Holger Holland hat den World Cleanup Day vorgestellt. War relativ verhalten die Reaktion im Raum, weil sich alle gefragt haben, was hat denn jetzt Handball mit Müllsammeln zu tun? Auch ich habe mich das damals gefragt, hatte aber so ein Bauchgefühl, naja, da kann man doch schon einiges draus machen aus dem Thema. Dann sofort Kontakt mit ihm aufgenommen. Wir haben auch zu der Veranstaltung miteinander gesprochen und da stand im Prinzip der Schluss erstmal fest, dass wir auch teilnehmen. Es ist, was macht der Handball mit dem Müllsammeln oder was hat ein Verein überhaupt damit, was kann ein Verein damit erreichen? Zum einen gibt es eine Innenwirkung. Das heißt, ich stelle mich mit meinen Mitgliedern zunächst erstmal als innovativer Verein dar, der sich eben auch über seine eigenen Suppenschüssel, über seinen eigenen Wasserrand hinaus entwickelt und auch mal ganz innovativ andere Themen anspricht. Ich bin ja persönlich aber auch kein Handballer, bin über meine Kinder zum Verein gekommen. Und da merkt man eben schon, dass es im Verein auch so eine gewisse, sagen wir mal, interne Kreise gibt und die muss man von außen manchmal auch einfach mit ganz anderen Dingen durchbrechen. Dann gibt es natürlich auch die Außenwirkung in Jena, über Jena hinaus hat man das auch festgestellt oder haben wir mit unserer Aktion auch entsprechend Reaktionen erzeugt, sodass es natürlich auch nach außen hin zeigt, ein Handballverein kann eben mehr sein als ein Handballverein. Man kann sich im Prinzip auch, und das ist ja in den letzten 2 Jahren auch noch viel mehr in geworden, sich engagieren, eben zum Beispiel für Umweltschutz, für die Umwelt. Das Thema war dann relativ schnell auch bei uns im Vorstand durchdiskutiert. Wir waren alle dafür. Ich habe die Organisation soweit übernommen. Und man muss sagen, am Anfang, der erste World Cleanup Day, der war schon recht aufregend in der Organisation. Wir haben uns mit den vorhin angesprochenen Gadgets eingedeckt. Wir hatten T-Shirts, wir hatten Beutel, wir hatten Kaffeebecher, wir hatten die Müllsammelzangen vor allen Dingen. Das ist immer ganz wichtig, was man beim Müllsammeln braucht.
Und wir haben uns natürlich entsprechend mit Müllbeuteln eingedeckt, mit entsprechenden Vorratsmaterialien. Und man sieht es unten rechts an der Karte. Ich bin tatsächlich einmal um unsere Halle drumherum gelaufen und habe geguckt, wo lohnt sich denn eigentlich? Wo ist denn wirklich viel Müll zu finden? Es fällt einem allerdings auch in einer Stadt wie hier nicht schwer, dort irgendwo fündig zu werden. Wir haben uns weiterhin vorbereitet, ich sag mal, durch diese Investition, gewissermaßen diese ganze Ausrüstung, fällt natürlich auch ein gewisser finanzieller Anteil an. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir das decken? Und haben zunächst erstmal Kontakt aufgenommen mit dem Thüringer Umweltministerium. Anja Sigismund war für uns relativ einfach zu erreichen, weil ihre Kinder an der gleichen Schule sind wie unsere Kinder. Und so war da der Kontakt relativ schnell gestellt. Und es gibt in Thüringen wie auch in anderen Bundesländern diese sogenannten Lottomittel. Man kann Projekte einreichen, kann dort im Rahmen bis maximal 5.000 Euro auch entsprechende Mittel abrufen und bekommt die mit einem entsprechenden Sachbericht am Ende auch, sagen wir, relativ einfach ausgezahlt. So war schon mal ein ziemlich großer Teil der Kosten abgedeckt. Ich habe mich dann noch weiterhin auf den Weg gemacht und habe Sponsoren gesucht, war dort bei verschiedenen Firmen in Jena und habe halt bemerkt, dass man unter Umständen mit dem Thema Müllsammeln und Aktion im Verein, innovative Aktion, auch Sponsorengelder einholen kann von Firmen oder von Verantwortlichen, wo man mit dem Thema Handball nicht weiterkommt. Das war erstmal schon sehr schön zu erfahren. Auch habe ich mir den Eindruck, der Geldbeutel war da auch ein bisschen weiter offen, als wenn es nur um den Handball geht. Und man hat natürlich auch Kontakte geknüpft. Kontakte, die heute immer noch bestehen und immer noch für die eine oder andere Sache dann entsprechend ausnutzen kann. Wir haben den Tag so organisiert, können wir die nächste Folie machen, dass wir in der Schule in Göschwitz tatsächlich mit, ich sag mal, knapp 50 Leuten unterwegs waren und dort von, sag mal, 10 Uhr, 11 Uhr an Möbel haben für 2, 3 Stunden. Dann waren wir aber auch alle fertig. Wir hatten einen Bratwurstrost aufgestellt. Wir hatten Musik hingestellt. Wir haben ein bisschen Unterhalt gesorgt und wir haben auch 2, 3 Ehrungen für Mitglieder gemacht, die da sowieso angestanden haben, haben also das schön medial auch ausgewertet. Facebook, Instagram, überall waren die Fotos zu sehen und alles in allem war es wirklich ein sehr schöner gemeinsamer Tag, weil man kommt auch mal mit den Mitgliedern ins Gespräch, indem man einfach durch den Wald läuft und Müll sammelt. Das ist nicht mehr wie in der Halle, wo es teilweise unter Zeitdruck zugeht, nicht immer sind alle da, dann geht das Spiel los. Hier hat man Zeit gehabt, tatsächlich in Ruhe sich mit den verschiedenen Mitgliedern zu unterhalten, mit Eltern auch von Kindern, die man so nicht kennengelernt hat. Also diese ganze außerhalb der Halle ist absolut unübertreffbar. Das kann man ausnutzen. Was wir damals und auch die letzten beiden Male nicht getan haben, dass wir tatsächlich an die Schulen unserer Mitglieder herangetreten sind, um dort noch Werbung zu machen. Das ist noch ein Punkt, den wir im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann auch mehr machen wollen und mehr angehen wollen, um tatsächlich auch, ich sag mal, noch mehr Mitglieder oder Teilnehmer an so einem Tag zu Teilnehmern bewegen zu können. Allerdings, ich sag mal, diese 50, 60 Mann, die wir haben, das ist auch eine Menge an Personen, die man in so einem Vertrag, ich sag mal, handeln kann, mit denen man umgehen kann. Viel mehr sollte es quasi in einer Aktion meiner Ansicht nach nicht werden, dann aber lieber ein bisschen mehr werden und vielleicht an verschiedenen Stellen innerhalb der Stadt oder mit einem gewissen Bezug, wie bei uns, rund um die Sporthalle den Müll sammeln. Gleich in Atemzug haben wir auch mit der KSJ, also unserer Städtereinigung in Jena, sehr viel Kontakt aufgenommen und dort sind auch Verbindungen entstanden, die eben auch heute noch andauern. Also die KSJ fährt heute mit dem HBV-Logo auch durch die Stadt. Und die Kontakte sind immer noch da und es gibt eben jetzt nicht nur die eine Aktion, wo die KSJ uns den Container zur Verfügung gestellt hat. Das machen die nämlich kostenlos, die sind auch froh, wenn sie sich dort beteiligen können. Sondern man hat einfach das Thema Müll wegfahren dann geklärt. Und ebenso im Boot war die Bürgerstiftung Jena, die uns dann auch nochmal mit Eimern, mit Ausrüstung, mit Zangen nochmal bereichert hat, die da auch natürlich sehr dankbar war, dass ein Verein, da so eine Veranstaltung auch außerhalb des in Jena sehr etablierten Saaleputzes durchführt. So, wie sind die Ergebnisse des Tages, mal auch heute langfristig betrachtet? In der Mitte sehen wir ein paar alte Trabantmotoren, die haben wir im Wald gefunden. Das ist natürlich rein von der Masse schon ein Ereignis. Man findet aber auch unwahrscheinlich viel Plastetüten, Plasteflaschen,
Sektflaschen mitten im Wald, alles Mögliche. Also es ist erstaunlich, wenn man genau hinguckt, wie dreckig ist eigentlich der Wald, wie vermüllt ist das Ganze. Wir haben einen Container voll gesammelt. Man sieht rechts sicherlich jetzt nicht ganz so schön. Der Container war am Ende des Tages tatsächlich voll. Also so viel Zeug, was da zusammenkam, das hätte ich beim besten Willen nicht erwartet. Ich tatsächlich hatte am Anfang die Befürchtung, oh, das ist aber jetzt irgendwie nicht so beeindruckend, was wir da sammeln können. Als ich meine Runde gelaufen bin, nun ja, es hat sich anders herausgestellt. Wir sehen dann im oberen linken Bild etwas, was auch im Zuge dieses Clean-Up Days zutage getragen ist. Das sind Mitarbeiter der Firma Jabil. Das ist die Firma, bei der meine Frau arbeitet, die wir in der Mitte sehen. Rechts der Personalverantwortliche mit seinen Kindern dabei. Wir haben also mit dieser Firma Kontakt aufgenommen. Die Firma hat uns dort mit 500 Euro entsprechend unterstützt und ist regelmäßig jetzt auch dabei geblieben. Und wir haben dort etwas in der Firma bewirkt, dass man sich eben auch dort über Nachhaltigkeit sehr viele Gedanken macht. Die haben da jetzt ein eigenes Projektteam dafür. Die pflanzen Bäume in Jena, die gehen selber auch nochmal Müll sammeln. Also da hat es wie eine Ansteckung gegeben. Die gleiche Ansteckung hat es gegeben bei den dreien, die wir unten in der Mitte sehen. Das sind, ich sage mal, an sich völlig fremde Personen für mich gewesen im Rahmen des World Cleanup Days, beziehungsweise eine Woche später gab es bei Facebook mal einmal so einen Aufruf, Jena räumt auf, wer macht mit? Das haben die einfach von sich aus erstmal gemacht, weil sie bei irgendeinem Spaziergang auch relativ viel Müll gefunden haben. Und dann hat sich dort eine Partnerschaft entwickelt und wir haben mit den dreien zusammen und sag mal, relativ vielen weiteren Menschen, die wir über Facebook angesprochen haben, zumindest bis in die erste Corona-Zeit hinein, regelmäßig auch Events in Jena außerhalb des World Cleanup Days tatsächlich veranstaltet, verschiedene Müllsammelaktionen. Und wie wir heute wissen, die Menschen gehen eben dann nicht nur mal an einem Müll sammeln, sondern wenn sie mit dem Hund Gasse gehen, wenn sie Spaziergänge machen, wenn sie Wanderungen machen, dann ist halt immer mal eine Zange dabei, dann ist immer mal ein Plastikbeutel dabei und dann sammelt man eben jetzt nicht so spektakulär ganze Container voll, aber nachhaltig wird dann halt eben trotzdem ein kleiner Stil, dafür aber beständig zumindest die Fläche dann gereinigt, an der man sich des Öfteren bewegt. Natürlich im Rahmen eines solches Projektes hat man auch zur Politik Kontakt aufgenommen. Wir haben auch immer regelmäßig die Ortsteilbürgermeister angesprochen in den Gebieten, in denen wir uns dort befunden haben, haben dort auch die Unterstützung bekommen, teilweise auch Teilnahme bekommen. Unten rechts im Bild sehen wir jetzt Volker Blumtritt. Das ist ein sehr engagierter Ortsteilbürgermeister in Jena-Lobeda, der uns dort unterstützt hat. Links im Bild Sergio, das ist unser Geschäftsführer von der ersten Männermannschaft. Der Weihnachtsmann in der Mitte bin ich. Ich staune gerade, was wir da für Bärte getragen haben oder ich für Bart getragen habe in der Corona-Zeit. Das war eben dann 2021. War halt so. Und wie gesagt, diese Kontakte zum Beispiel zum Herrn Blumtritt bestehen heute noch. Für uns natürlich auch sehr wichtig, weil in Lobeda eben der größte Teil unserer Hallen auch steht. Und somit würde ich das Resümee ziehen. Wir haben jetzt drei erfolgreiche World Cleanup Days gemacht. Wir haben dort ziemlich viel Müll gesammelt. Wir haben aber darüber hinaus auch viel Außenwirkung erzeugt und unseren Verein dargestellt als einen innovativen, nach außen wirkenden Verein, der sich eben um mehr kümmert als den reinen Sport. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Thomas und Holger, dass ihr diese Präsentation so wirklich informativ mitgestaltet habt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, an alle, die zugehört und zugeschaut habt, kommt mit ins Team Thüringen, unterstützt uns, lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen für eine saubere, gesunde und müllfreie Zukunft. Let's do it. Und ich würde an die Frau Scholz jetzt gerne übergeben. Ja, auch natürlich von mir vielen, vielen Dank für die Zeit heute Abend, für den ganzen Input. Und letztendlich haben wir, glaube ich, eine gute Fassung bekommen, wie es zustande kam, was ja die Rahmenbedingungen sind, wie letztendlich es aussehen kann. Also ich glaube, sind alle Aspekte dieses World Cleanup Days genannt worden und aus allen Perspektiven betrachtet wurden. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz gewinnbringende Sache für die Zukunft, für diesen Tag. Und
ich werde im Nachgang das dann zur Verfügung stellen und ich hoffe, dass wir damit auch andere Vereine so toll inspirieren können, wie ihr das in Jena getan habt, und bin ganz beeindruckt von diesem Engagement, und ich glaube, genau das ist es halt. Engagement zeigen, mehr als nur den Sport, das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Wir können uns dem Ganzen auch nicht verschließen. Der Sport darf sich dem nicht verschließen. Und ich finde es ein ganz tolles Learning, ein Bewusstsein zu entwickeln, schon bei den Kleinsten unter uns mit solchen Tagen in Vereinen. Und das, ja, sieht man anhand dieses tollen Beispiel in Jena. Und ja, demnach vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt hier an der Stelle die Aufzeichnung stoppen. Da sind wir nämlich genau bei 30 Minuten.